Yep. Hallo, guten Tag, Herr Eckart. Yep. Ja, mein Name ist Dominik Novak. Sie haben das 3 Stunden früher das an unserer Werbung, das über das Software Secret App angeschaut. Stimmt das? Ma. Bitte? Ma. Hallo. Hallo. Wie kann ich denn helfen? Hallo. Ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder einen Trading-Telefonbetrüger mitgebracht, der, tja, dachte, er ist schlau und kann uns abziehen. Doch hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem neuen Telefonbetrüger in der Leitung. Ja, das und sagen Sie mir bitte, dann haben Sie alles verstanden? Was denn? Hallo. Hallo. Ja, das haben Sie alles verstanden an unserer Werbung? Ja, Sie haben mir noch gar nicht so viel gesagt. Was soll ich denn da verstehen? Warten Sie bitte 1 Minute. Eine Minute? Das war ganz schön lang, so eine Minute. Hallo? Wo sind Sie denn jetzt? Warum reden Sie nicht mehr? Hallo. Also wenn Sie nicht sprechen möchten mit mir. Hallo, schönen guten Tag. Mario Kart. Ja, wer ist denn da jetzt? Hallo? Ja, was denn? Hier ist Jonas Meyer. Ich bin anderer Finanzberater. Na, aber sicher doch. Jetzt haben wir den Jonas Meyer am Apparat. Er ist anderer Finanzberater. Och Mensch, gucke, na, da haben wir doch direkt Vertrauen geschlossen mit dieser Firma. Der Erste, der lässt uns schon gleich von Anfang an im Stich und reicht uns weiter in den nächsten Wurst. Hans, Typ, oder wie? Und der ist andere Finanzberater. Und nu? Was nu? Wollen wir jetzt hier nicht eine vernünftige Beratung führen? Oder werden wir jetzt einmal quer durchs ganze Callcenter gereicht, damit jeder mal Hallo sagen kann? Es ist unfassbar. Aber das sind die Leute, die vom Finanzmarkt anrufen und angeblich seriös sind, um dann eure Konten zu verwalten und Geld von euch zu erhalten. Also, Sie haben gerade unsere Software Gemini Secret App angeschaut. Stimmt das? Ja, aber warum kommt da jetzt ein anderer Mann? Also, unser Mann, die mit dem früher gesprochen hat, er muss mit Chef eine Besprechung hat und leider kann er mit ihm nicht sprechen. Also, jetzt bin ich hier. Entschuldigung. Aber warum ruft er denn an, wenn er gar nicht sprechen kann? Bitte? Warum ruft denn der denn an, wenn der gar nicht sprechen kann? Also, was meinen Sie? Na, ich meine, warum der anruft, wenn er gar nicht sprechen kann. Macht doch gar keinen Sinn. Also das war sehr scharf. Entschuldigung für dieses Missverständnis. Alles in Ordnung. Ich arbeite hier auch und ich kann volle alle mit Ihnen besprechen. Alles in Ordnung. Kein Problem. Ja, und kriegt er jetzt Ärger von seinem Chef? Bitte? Kriegt er jetzt wenigstens Ärger von seinem Chef? Nein. Ja, also, anderer Finanzberater, jetzt hat ein Gespräch mit dem Chef. Ich weiß nicht, wofür sprechen Sie dort, aber er kann mit Ihnen jetzt leider nicht sprechen. Deshalb, Sie bitten mich, damit ich mit Ihnen alles besprechen kann. Okay? Sind Sie auch nett? Bitte? Sind Sie denn auch nett? Ja. Also, ich bin hier, um Ihnen weiter zu helfen und alles zu erklären. Ja? Also sagen Sie mir bitte zuerst, wie alt sind Sie? Na, ich bin, Haben Sie aufgeschrieben? Wie alt sind Sie? Nein. Bitte? Danke. Können Sie bitte deutlicher sprechen? Was meinen Sie denn? Wie alt sind Sie? Habe ich doch schon 2-mal beantwortet. Ich habe nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Nein. Das war undeutlich. Können Sie bitte deutlicher sprechen? Aber ich dachte, Sie wollen mir helfen. Jetzt wiederholen Sie ja immer nur die gleiche Frage. Okay. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Nein. Doch, hab ich auch. Also sprechen Sie mit mir oder mit jemandem anderen? Ich spreche mit Ihnen. Was? Ja. Verstehen Sie mich? Ja, aber Sie verstehen mich ja nicht. Okay. Können Sie bitte deutlicher sprechen, damit ich besser verstehen Sie kann? Sagen Sie mir, wie alt sind Sie? Na, 2,9. Ich habe 5-mal diese Frage wiederholt. Bitte wiederholen Sie auf 3. Mal.
Ach, ich soll dreimal wiederholen nach der fünften Fragestellung. 50, ja? 292929. 9? Nee. Herr Kart, respektieren Sie unsere, meine und Ihre Zeit. Bitte, werden Sie das kurz erklären und dann werden Sie bei uns arbeiten und bekommen volle Unterstützung von unserer Firma. Damit wir zusammenarbeiten können, ich muss wissen, wie alt sind Sie? Wenn Sie nicht mündig sind, dann können wir zusammen nicht arbeiten. Sind Sie mündig? Was für ein Ding? Bitte? Was? Sind Sie mündig? Was ist das? Sind Sie unten 18 oder oben 18? Oben 18. Oben 18. Okay, prima. Das ist ganz gut. Danke für Ihre Antwort. Warum frage ich das? Ja, weil wir einen Verifikationsvertrag mit Visa und Mastercard haben und dürfen nicht mit den Leuten unter 18 arbeiten. Gut. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie alles in unserer Werbung verstanden? Welche Werbung denn? Auf welchem Sender kommen die? Secret Up, das, es geht um Arbeit in verschiedenen Börsen und am Unterschied der Preise können Sie Ihr Kapital vergrößern. Haben Sie dort alles verstanden, oder nein? Nee. Nee, okay, jetzt werde ich kurz erklären. Aber zuerst sagen Sie mir bitte, wo sind Sie geboren noch? Wo ich geboren bin? Brandenburg. Im Krankenhaus. Genau, sehr witzig. In welchem Land sind Sie geboren? In Deutschland, wo denn sonst? In Deutschland, ja? Ja. Super. Also, wir haben zwei Möglichkeiten für unsere Kunden. Alle unsere Kunden bekommen ein spezialisiertes automatisches System mit vielen Add-ons, Makros, Roboter, Signals und so weiter. Mhm. Sie installieren es gemeinsam mit Ihrem Experten. Er geht auf Ihre Wünsche ein und installiert alle notwendigen Konfigurationen. Das ist sogenanntes Robot. Es arbeitet mit verschiedenen mathematischen Algorithmen und alles läuft vollkommen automatisch. Nach dem Handelskonto-Verifizierung können Sie Geld auf Ihr Bankkonto auszahlen. Und zweite Möglichkeit, das ist Ausbildungsmöglichkeit. Dazu brauchen Sie Zeit und Geduld und bekommen Sie Webinare. Sie lernen solche Themen, Finanzwissen, Diagramme, Finanzmärkte, Inflation, Arbitrage und so weiter. Ja. Okay. Sie können alles lernen und dann allein alles machen und alle Gewinnen gehört nur Ihnen, wenn Sie allein machen werden. Was ist für Sie besser? Automatisches Handelssystem oder oder Ausbildungsmöglichkeit? Ja, den Robot. Bitte? Robot. Roboter. Okay, kein Problem. Super. Also sagen Sie mir bitte noch, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Mit Robot? Haben Sie in verschiedenen Börsen gearbeitet, allein oder mit Firma? Nee, ich habe noch in keiner Börsenfirma gearbeitet. Okay, super. 80% von unseren Kunden haben auch keine Erfahrung. Alles ist in Ordnung. Wir lernen Ihnen alles und wenn Sie einen Roboter gewählt haben, dann bekommen Sie auch volle Unterstützung von unserem Finanzberater und alles wird in Ordnung. Ja. Okay, super. Ich helfe Ihnen weiter dabei. Haben Sie schon vielleicht gedacht, mit welchem Betrag wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Na, was kann man denn da so alles nehmen? Okay, einige unserer Kunden beginnen mit 500 oder 1000 Euro, aber der minimalste Betrag ist 250 Euro. Was ist besser? Na, dann nehme ich einfach 5000. Bitte? Na, 5000. Mit 1000 Euro, stimmt das? 1000 Euro. 1.000 Euro, ja? Nee, 5.000 Euro. 5.000, okay, kein Problem. Ja. Haben Sie 5.000 Euro auf Ihr Bankkonto oder Kreditkarte? Das habe ich im Sparkonto. Sparkonto. Und auf Ihr Bankkonto, haben Sie solches Geld? Habe ich auch solches Geld. Das gleiche ist auch Euro, ja? Ja, okay, habe verstanden. Also, wegen unserer Kooperationsvertrag mit Visa und Mastercard soll ich auch fragen, haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Eine was für eine Ding? Bitte? Bim salabim saladu saladim? Bitte, bleiben Sie höflich. Was denn? Haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Na, habe ich doch gesagt. Bitte? Was haben Sie? Na, hab doch gesagt, das Zauberwort. Sie haben gesagt, salabim salabam salabom. Haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Das ist das mit dem Ding. Aber was brauchen Sie da jetzt? Verstehe ich nicht ganz. Ich brauche einfach Informationen.
Ich habe gesagt, dass wegen unserer Kooperationsvertrag mit Visa und Mastercard sollen wir müssen, haben Sie Kreditkarte oder Visa oder Mastercard? Ja, ja. Okay, super. Na, sehr toll, dass wir seine Frage damit dann schon zur vollsten Zufriedenheit beantwortet haben. Tja, also hier kann man nur wieder ganz eindringlich davor warnen, zahlt bei solchen Firmen nichts ein. Sie werden euch nichts bringen. Also sie werden, außer dass ihr kein Geld mehr auf dem Konto habt oder zumindest weniger als vorher, die nehmen von euch die Kohle und machen sich dann aus dem Staub. Die Telefonnummern sind dann nicht rückrufbar. Das, was im Display steht, die Telefonnummer existiert in 99% der Fälle nicht und existiert sie doch irgendwann mal, dann gehört sie irgendjemandem Privates, der mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat, dem ihr damit quasi auch noch auf den Senkel geht, wenn ihr da zurückruft. Naja, und die Webseiten von solchen Firmen, die sind in der Regel allerspätestens nach einem halben Jahr offline. Es gibt natürlich die ein oder andere Firma, die auch vielleicht ein kleines bisschen länger sich am Markt hält, aber im Grunde genommen sind die alle nach einem halben Jahr offline. Und dann kann man die nirgendwo mehr erreichen. Per E-Mail nicht, per Telefon nicht, postalisch sowieso schon nicht und naja. Was soll man dann tun? Wen wollt ihr da eigentlich anzeigen? Ihr wisst ja auch nichts von dieser Firma, denn auf der Webseite gibt es ja auch nicht wirklich irgendwelche sinnvollen Informationen, die darauf schließen lassen, wo die Leute herkommen. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Ja, ich kann jetzt helfen, Ihr Handelskonto mit der Hilfe von unserer Finanzabteilung aktivieren. Wir geben Daten in unser System ein und Sie werden diese Transaktion zweimal bestätigen, zuerst mündlich. Und dann durch die Methode Ihrer Bank, also mit SMS dann Code oder Applikation. Oder können Sie Banküberweisung machen? Das ist die Bankverbindung einer unserer Finanzabteilungen. Also aktivieren wir mit Kreditkarte. Wie Sie das brauchen. Bitte? Wie Sie das brauchen. Ja, okay. Sie können mit Kreditkarte das machen. Dann holen Sie bitte jetzt Ihre Karte. Ja. Und zuerst sagen Sie mir bitte das Ablaufdatum. Ja. Sagen Sie mir das. Ja, erstmal muss ich ja die Karte holen. Bitte? Die Karte. Ja, Ihre Kreditkarte. Ja. Haben Sie das geholt, ja? Nee, die hole ich jetzt. Okay. Haben Sie das gemacht? Ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte zuerst Ablaufdatum. Was meinen Sie? Gültigkeit. Ach so. Ja. Sagen Sie mir das. Es ist Oktober 37. Oktober? Welches Jahr? 37. 37, ja? Ja. Sehr lang? Ja. Okay, welche Bank nutzen Sie? Welche Bank? Deutsche Bank. Welche Bank? Also warum? Wozu? Okay, 2037, das ist sehr... Große Jahr für Karten. Okay, kein Problem. Eine umweltbewusste Karte, die muss man nicht alle zwei Jahre wegschmeißen. Für den Umweltschutz. Mhm. Ja. Okay, dann bitte die Kartennummer. Das soll mit 4 oder mit 5 beginnen. Ja. Sagen Sie mir das. Das ist die 4. 4. Ja, noch eine 4. Noch eine 4. Ja, noch eine 4. Noch eine 4. Eine 3, 2, 4. 3, 2, 4. Ja, dann die 4, 4, 4. Bitte? Eine 4, 4, 4. 4, 4, 4. Ja, haben Sie? Dann? 3. 3. Dann eine 4. 4. Eine 3, eine 4. 3, 4. 4, 4. Bitte? 4. 4. Ja, 4. 4. Ja. 3. 3. Super. Und noch die 3 Ziffern von der Rückseite, das ist Ihr elektronischer Unterschrift. Ja. Sagen Sie mir das. 4, 3, 2. 4, 3, 2. Ja. Ja, okay. Okay, dann, Herr Kart. Ja. Jetzt werden wir eine Einzahlung in Höhe von 5.000 Euro von Ihr Karte, Kreditkarte, die endet, Visa-Karte, die endet mit 4443 auf Ihr persönliches Handelskonto machen. Stimmen Sie zu? Ja, können wir gerne zweimal machen. Okay, dann warten Sie kurz in der Leitung, legen Sie nicht auf, Sie sollen noch diese Transaktion bestätigen, okay? Ja.
Bestätige den Transaktion. Okay. Ein paar Minuten Zeit, warten Sie auf der Linie. Ja, jetzt sind Sie fertig. Haben Sie es jetzt? Hallo? Onkel? Ja, hallo? Ja, was denn jetzt? Also warten Sie ein paar Minuten Zeit, dann bekommen Sie eine Nachricht von Ihrem Bank in Applikation oder per SMS dann Code damit mit Bestätigung. Dann bestätigen Sie das und Ihr Geld geht direkt auf Ihr Handelskonto. Ja. Da haben wir ja wieder eine Intelligenz, das ist. Hallo, noch einmal. Also können Sie bitte noch eine Foto von Ihrer Kreditkarte machen? Und nee. Das mir bitte? Nee, sowas macht man nicht. Warum? Na, wegen Datenschutz. Also, warum? Na, wegen Datenschutz. Also, Sie haben mir alle Ziffern schon gesagt. Ohne Ihre Bestätigung macht nichts. Sie sollen das verstehen. Also, das ist kein Problem. Sie geben uns per WhatsApp oder per E-Mail eine Foto, damit wir verstehen können, dass diese Karte selektiv gültig ist. Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt, dass sie gültig ist. Also, Jahr 37, 2037, das ist Gültigkeit unreale. Was? Glaubt unsere Finanzabteilung. Und dazu brauchen wir ein Foto, Bestätigung, ja, damit wir verstehen können, dass Sie nicht lügen und reale Ziffern schon genannt haben. Das mache ich nicht, weil sowas macht man nicht. Also, Sie haben mir gelogen? Nee. Nee, das machen Sie einfach, diese Foto, mit Gültigkeit. Einfach, das ist vier Ziffern. Wir machen mit dieser Ziffer nichts. Also, Ihre Gültigkeit. Und dann verstehen wir, dass diese Gültigkeit ist normale Gültigkeit und machen wir, was Sie wollen. Okay? Nee. Wieso? Na, weil man das nicht macht, das ist unseriös. Also verstehen Sie das, wir können nichts dazu machen, wenn Sie keine Bestätigung uns geben. Also wir sollen verstehen, dass Ihre Karte ist ganz normale Kreditkarte von Visa. Ja, ist eine ganz normale Kreditkarte von Visa, ist eine Sparkarte für die Umwelt. Okay, wir brauchen eine Bestätigung dazu. Ja, das bestätige ich Ihnen. Gültigkeit, das Jahr 2037 ist unreale Gültigkeit. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie Deutsche Bank nutzen, ja? Ja. Okay, jetzt bleiben Sie auf der Linie. Jetzt spreche ich mit unserer Finanzabteilung noch einmal. Ja. Und wir versuchen das bestätigen. Okay. Also, ich bin wieder da. Ja. Wir arbeiten nur mit Visa und Mastercard. Also, diese Karte ist, diese Kartennummer ist aus USA. Verstehen Sie das? Das ist USA Bank. Das ist keine deutsche Bank. Sie haben ja gelugt. Nee. Nennen Sie bitte Ihr reale Ziffern von Ihrer Karte. Oder machen Sie einfache Banküberweisung. Aber was ist denn daran falsch? Das müssen Sie mir erklären. Bitte? Was ist denn daran falsch? Okay, ich kann jetzt Ihnen per E-Mail die Bankdaten schicken, damit Sie Banküberweisung machen können. Welche genau deutsche Bank nutzen Sie? Wie meinen Sie das? Bitte? Na, aber warum geht die Nummer nicht? Wegen unserem Kooperationsvertrag mit Visa und Mastercard so dürfen wir nur mit Visa und Mastercard arbeiten. Tja, also der reimt sich ja ein Bullshit zusammen. Visa und Mastercard-Vertrag und deswegen dürfen sie da nicht mit anderen Karten zusammenarbeiten. Also das ist kompletter Blödsinn. Schon alleine, dass das eine amerikanische Karte ist und dass da jetzt ein Problem deswegen wird, ist ebenso komisch, weil so eine Kreditkarten funktionieren weltweit, wenn sie dann freigeschaltet sind. Also wo ist jetzt das Problem, dass ich als Deutscher eine amerikanische Kreditkarte besitze? Ich meine, das kann ja tatsächlich durchaus schon das ein oder andere Mal vorkommen, wenn man vom Arbeitgeber vielleicht irgend so eine Kreditkarte hat.
Und warum sollte man die jetzt nicht in Deutschland bei einer anderen Firma im Ausland benutzen dürfen? Aus welchem Grund denn? Also, das macht doch gar keinen Sinn. Also, wenn ich eine Kreditkarte habe, dann werde ich sie doch wohl auch irgendwie benutzen dürfen. Aber dem Anschein nach, tja, weiß ich nicht, woran das da liegt. Vielleicht habt ihr eine Idee, warum die ihre Kreditkarten nur aus dem Land haben wollen, wo sie die Leute auch verarschen? Vielleicht habt ihr da eine Antwort dazu, vielleicht weiß das jemand, ob es da irgendwie wirklich einen triftigen Grund gibt, warum man da jetzt aus dem Ausland, nicht vom Ausland, eine ausländische Karte nehmen kann. Also ihr wisst, was ich meine. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Wenn Sie Maestro oder andere oder American Express nutzen, dann können wir zusammen nicht arbeiten. Mit Sparkasse gibt es ein... Mit Sparkasse arbeitet nur mit Inlandüberweisungen, ja? Nee. Und wir sollen wissen, welche Bank nutzen Sie, damit richtige Bankdaten Ihnen schicken, damit Sie eine Überweisung machen können. Also meine Bank, die überweist überall hin auf der Welt. Okay, jetzt schicke ich Ihnen die Bankdaten per E-Mail. Ist das Ihre E-Mail-Adresse mario.kart@mdzzfun.de? Hallo? Ja, was denn? Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Nee. Nee? Okay. Haben Sie WhatsApp? Nee. Kein WhatsApp. Okay, haben Sie andere E-Mail-Adresse? Ja. Okay, können Sie bitte mehr buchstabieren? Ja. Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Okay, bitte. Wurstsalat? Buchstabieren Sie das bitte. Ein großes W? Ein großes was? Ein großes W wie Wurstsalat. Also, W? Ja. Ein U wie Ustsalat. U? Ja, wie Ustsalat. Mhm. Dann ein R wie R-Salat. Okay. Dann ein T wie T-Salat. Mhm. Oder Theodor Frey geht auf. Bitte? Was denn? Nächste Buchstabe. Ja, dann kommt ein S wie Salatrad. Ich habe ein Wort Wurk bekommt. Nächste Buchstabe. Wurst, Salat. Salat. Ja. Wurst, Salat. Mhm. Mit Schinken schmeckt gut. Et. Ja. Also welche Mailbox haben Sie? Ja. Gmail, GMX. Nee. Wurst, Salat. Haben Sie? Bitte? Haben Sie Wurst, Salat geschrieben? Wurstsalat, ja. Wurstsalat, ja. Und dann @mdccfun.de. Bitte noch einmal. @mdccfun.de. Buchstabieren Sie das bitte. Na, ein Ad wie AT. Erste Buchstabe. Ein Ad. N. Ad, dann. Ein Ad. Und dann mdccfun.de. MDDC. mdccfun.de mdtt.de Juck, Schnecke die Schneck. Wurstsalat @mdtt.de Richtig? Nee, mdccfun.de Ein Punkt de mdte mdccfun.de mdtt.de Nee, ccfun.de Bitte noch einmal. Na, was jetzt? mdtt.de Nee, mdccfun.de mdttn Nee, m. mdtt mdccfun.de Buchstabieren Sie das bitte. Na, ein M wie Maulkorb. Mhm. Ein D wie, Drüsenfuchs. Mhm. Dann ein C wie Clownsbrühe. Dann ein C wie Clownsschnitzel. Und dann ein F wie ein Fahrradfuchs. Ein U wie Uschis Suppenküche. Mhm. Und dann ein N wie Nagelpilzstudio. mdttfum. mdttfun.de. Okay, super. Okay, dann schreibe ich Ihnen
eine Nachricht per E-Mail mit Bankdaten und wollen Sie 5.000 Euro auf Ihr Bank, auf Ihr Handelskonto liegen. Stimmt das? Nee. Welchen Betrag haben Sie gewählt? Na, ich würde machen erstmal 15. 15, was 15? Mohrrüben. 15 Euro? Nee, Mohrrüben. Können wir ja dann tauschen. 15.000 Euro. Nee, Mohrrüben. Können wir dann tauschen. Also, sagen Sie mir bitte, klar, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Betrüger, ich habe dich verarscht. Hinfort mit dir. Was sagen Sie? Was denn? Haben Sie das auch gerade in der Leitung gehört? Da war einer an der Leitung. Welche Leitung? Was meinen Sie? Da war irgendeiner in unserer Leitung drin. Da war ein Fremder. Welche andere Leitung? Ja, was meinen Sie? Da war einer in unserer Leitung drin. Ein anderer Mann. Was anderer Mann? Ja, da war eine fremde Person im Telefon. Ich bin immer mit Ihnen hier. Ich spreche aber mit Ihnen alle Gespräch. Ja, aber wer war das denn? Kennen Sie den? Was? Was denn? Sagen Sie mir einfach, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Und ich schicke Ihnen die Bankdaten, damit Sie mit diesem Betrag anfangen können. Mit gar keinem Betrag. Ich habe dich verarscht, du Betrüger. Hallo? Warte mal. Ja? Wer sind Sie? Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Was meinen Sie? Wer sind Sie? Den Sie angerufen haben. Wer sind Sie? Beantworten Sie mich bitte. Wer sind Sie, Mario Kart? Ja. Wer sind Sie? Was? Ja. Antworten Sie meine Frage. Wer sind Sie? Na, Herr Mario Kart. Wer sind Sie? Hab ich doch jetzt beantwortet. Wer sind Sie? Aber jetzt wird's ein bisschen... Wer sind Sie? Das ist eine einfache Frage. Antworten Sie bitte. Na, Mario Kart. Mario Kart, das ist die Name und Vorname, Vorname und Nachname. Wer sind Sie? Für Leben. Was? Wer sind Sie für Leben? Was machen Sie? Was ich mache? Ja, genau. Was machen Sie, Herr Kart? Also Sie meinen beruflich, was ich beruflich mache. Oder was, was genau? Was machen Sie in Ihrem Leben unrichtig, dass Sie diese Sache machen? Die Frage verstehen Sie, was meine Sie? Nee. Verstehen Sie, was haben Sie in dieser... eine halbe Stunde gemacht. Na, ich hab... also Sie haben... Postschutzwasserverkoster. Aber Herr Kart, sind Sie ein normaler Mann? Was glauben Sie? Wie meinen Sie? Sind Sie ein normaler Mann oder ein Betrüger? Na, aber der Betrüger sind doch du. Warum glauben Sie das? Haben Sie bei uns gearbeitet? Ja. Herr Kart, ja. Sie haben ja gesagt, dass Sie nirgendwo gearbeitet haben. Nee, das habe ich warum nicht. Warum lügen Sie mich? Sie sind ein Lüger. Ja? Betrüger. Sind Sie ein Tier? Sind Sie ein Kind? Verstehen Sie Deutsch? Herr nee. Kart? Und Sie? Sind Sie ein erwachsener Mann oder sind Sie ein Kind oder Tier? Nee, ich bin eine Bratwurst. Aha, okay. Sie sind ein Bratwurst? Ja, ein Bratwurst. Okay. Bratwurstsalat. Ja. Bratwurstsalat. Und der Bratwurst. Super. Das ist sehr witzig. Ja. Also, Herr Kart. Haben wir gelacht drüber, ja? Lustig. Ein Bratwurstsalat. Mit Ketchup. Mhm. Und wie wollen wir jetzt noch sinnvoll unsere Zeit verbringen? Herr Kart, wie viel haben Sie bei unserer Firma verloren? 4 Pfennig. Also, Sie werden ab diesem Moment jeden Tag, mindestens 500 Anrufen jeden Tag bekommen. Versprechen Sie. Ende Ihr schreckliches Leben. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich, Hund? Ja. Auf Wiederhören. Ich bedanke mich für die... Naja, wenigstens verraten sich die Betrüger dann mit ihrem Verhalten zum Ende des Gesprächs in 90% der Fällen immer wieder so, dass sie sich selbst offenlegen, dass sie nur Betrüger sein können. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Falls ja, dann zeigt mir gerne das Ganze mit einem Daumen nach oben.
Abonniert den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal hier haben. Schreibt gerne eure Gedanken in die Kommentare, falls euch noch was zu diesem netten Betrüger hier einfällt. Und wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Klickt auch dort gern mal durch. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.